starten wir eine weitere Folge mit dem Chat nochmal. Die Million ist schon drin. Und mal gucken, ob jetzt das Ganze nochmal klappt. 3 oder 4 Joker, das entscheidet gleich der Gewinner der Auslaufgabe beim dritten Teil für heute Abend von eben Wer wird Millionär? Viel Spaß dabei, Leute. So, dann lassen wir mal den dritten Part beginnen von Twitch heute. Dann hopp. Betsy, willst du nicht? Die nächste Chatrunde, die ansteht. Berenice, vielen Dank fürs Mitspielen. War sehr schön, dass du dabei warst. Und für euch alle anderen nochmal willkommen zum dritten Teil, zum dritten Fly-Folge heute auf Twitch. Und ich würde sagen, wir machen hier heute wieder die Chatrunde. Falls keiner möchte. Bin noch dabei, Moment. Denn wenn wir die Chatrunde machen, heißt das automatisch, der Gewinner der Auslaufgabe entscheidet, wie der Chat spielen soll. Entweder Risiko oder klassisch. Hat Rick gesagt, dass ich sofort gehe, aber gleich hust. Das wird ein Spaß. Na dann, wir starten die Auslaufgabe. Alle im Chat dürfen mitraten. Wer es hinbekommt, im Chat eine richtige Reihenfolge zu schreiben, der darf entscheiden, wer, wie gespielt wird, Risiko oder klassisch. Wir starten mal die Aufgabe für heute. Die da lautet: Bringen Sie die 4 Evangelisten in die biblische Reihenfolge. Matthäus, Lukas, Markus, Johannes. Okay, ich bin raus. ABCD ist schon, schon geschrieben worden, bin ich, glaube ich. Ich warte noch ein paar Sekunden, gerade wegen der Streamverzögerung. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. In der Reihenfolge. In die biblische Reihenfolge gebracht, fangen wir da an mit Matthäus A, ist schon mal richtig. Dann kommt Markus AC. Dann haben wir Lukas. Und dann Johannes A, C, B und D. Zweimal ACDB geschrieben, aber kein ACBD. Schade. Dann entscheide ich eben, wie ihr spielen sollt. Und wir fangen an mit Spieler bis in Support Nummer 5. Schade, dann muss ich entscheiden. Oder? Beziehungsweise, ich bin ja fair. Ich lasse den gesamten Chat entscheiden. Risiko oder klassisch? Ihr wisst, Risiko heißt ja, die Sicherheitsstufe bei 16.000 entfällt weg und ihr habt den vierten Joker. Ihr dürft entscheiden jetzt, wie ihr es haben wollt. Klassisch einmal. Nicht nur für die Zahlen. Einmal klassisch wird vorgeschlagen. Was sagt der Rest hier so? Klassisch. Alle wollen hier die Schüsser-Variante haben. Was ist da los? Zweimal klassisch haben wir schon. Wir haben gerade ein paar Zuschauer da. Ihr könnt gerne mitstimmen. Und für alle anderen, die dann neu zukommen, gerade zur Live-Folge, willkommen im Stream. Und ihr dürft alle im Chat mit reinschreiben, beziehungsweise mit antworten. Da haben wir schon ein Risiko. Ja, aber ein Risiko gegen zwei klassisch, ne, ist nicht ganz die Waage. Dann muss es eben klassisch sein, weil klassisch gerade überwiegt. Und wir starten mit den ersten 5 Fragen bis 500 Euro für alle Beteiligten. Viel Spaß beim Mitraten, Chat. Los geht's. Jetzt kommt ein Risiko rein, verdammt. Standard, okay. Klassisch überwiegt, passt. Was bekommen schwäbische Kinder, wenn ihre Mutter einen Jungen zur Welt bringt? Schäuble, Westerwelle, Profalla oder Brüderle? Eure Antworten, wie eben in der Runde, alle in den Chat posten, bitte. Ihr seid alle gefragt. Die Mehrheit entscheidet die Antwort immer.
Einmal D, Brüderle. Na dann. 2Ds, 3Ds, 4Ds. Wunderbar. Richtig. Und weiter geht's. Welches Fleischgericht findet man auf gut bürgerlichen Speisekarten? Saure Nierchen, stinkige Schnitzel, verärgertes Kotelett, empörte Rippchen. Oh, Schwäbin. Sehr gut. Rest sind die Blockten von Eindeutige Antwort. Wunderbar. Weiter geht's. Und 200. Die meisten Finken sind Ökos, Alternative, Körnerfresser oder Birkenstöckler. Einmal C. Wie sieht es beim Rest hier aus? Wir haben ein C drinstehen. Falls ihr einen einzelnen Buchstaben nicht schreiben könnt, wegen Bot, wegen Mute oder sonst Timeout, sonst was, schreibt einfach rein Antwort C. Das geht in jedem Fall. Da kommt noch ein C. C, 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 C. Jetzt kommen so alle C. Körnerfresser und ihr habt recht. 300. Was ist ein Pendant? Beweisstück, Gegenstück, Ausstellungsstück oder Miststück? Iss, Vogel, iss! Einmal B. Noch ein B kommt da rein, B. Sieht eindeutig aus, B, Gegenstück. Auch richtig. Und wir gehen weiter. Wovor warnen Schilder speziell im Winter? Einbruchgefahr, Handtaschenräuber, Feueralarm oder Autodiebstahl? Kälte. So, einmal A. Noch ein A. Drei A's, Einbruchgefahr, viermal A. Das sieht auch sehr gut aus, ist da. Einbruchgefahr ist auch richtig. So, das hat schon mal geklappt. 1000. Welcher Begriff steht für eine Volksgruppe? Themse-Griechen, Donauspanier, Wolgadeutsche oder Popolen? Das sind so Popolen. Da kommt ein C rein. Wolgadeutsche sind Gefürchte. Ach Quatsch, nicht gefürchtet, geflüchtet. Die sind gefürchtet, Alter. Schade, dass ich aus dem Osten komme, wie wir Russen als Nachbarn. Ja. Gut, dann. Wir haben schon zwei Cs drinstehen. Wie sieht es beim Rest hier aus? Die Wolgadeutschen werden gefragt. Ihr könnt doch einfach sagen, ich gehe mit seiner Antwort mit oder was auch immer. Geht auch. 2 definitiv Cs. 100.000%ig! Aber wenn ich so angeprüft werde, Entschuldigung! C. Hast ja auch recht. Wie heißt eines der berühmtesten Lieder des kürzlich verstorbenen Leonard Cohen? Hosianna, Halleluja, Ave Maria oder Amen? Ich glaube, dass da gleich die Meinungen auseinandergehen werden. Oder auch nicht, aber schon C. C. Ja,
Ja, das sind ein paar Antworten. Oh. Oh. Okay. Wir haben 3 Cs und 2 Bs. Jetzt macht es aber interessant. 100%ig B. Das ist nicht ganz eindeutig, das da. Das gefällt mir nicht so. Betty geht auch auf B. Okay, dann haben wir 3 Bs, 2 Cs. Die Nats, Frau Natsky, Berenice und Betty sagen B. Da gerade B in der Überzahl wieder ist, muss ich dann mit B mitgehen. Und die Herrschaften haben recht. Wunderbar. So, 4000. Was sieht immer wieder sportlich aus? Also, ich nur in manchen Fällen. Kastenjacke, Kartonhose, Schachtelschirt oder Truhenschuhe. Da kommt die Truhenschuhe schon rein. Was ist im Rest hier los? Mal überlegen. Keine Ahnung. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, keine Ahnung, dürft ihr auch direkt vorschlagen, Joker. Und dann sagt ihr, welchen ihr haben wollt direkt. Okay, wir haben dreimal, keine Ahnung, ein geratenes D. Betsy, wieso D? Die anderen, wenn Joker, dann welchen bitte? Nächste Frage bitte gibt's nicht, also müsst ihr den Joker nehmen wohl? Mann, ich mache viel Spürt und solche Worte sind noch nie gefallen. Tja, das Spiel ist ja auch da, um Leute zu belehren. Bisschen sowas beizubringen. Wenn ihr einen Joker haben wollt, schreibt den Joker einfach rein. 50-50, Telefon oder Publikum. Da wir viermal keine Ahnung haben, nehmen wir einen Joker definitiv, weil die Mehrheit ist unentschlossen, bisschen so ratlos. Ist das eine Fangfrage? Nicht zwingend, denke ich mal. Stellt mir schon, dass es einen von diesen Begriffen gibt. Stehe fünfmal die Woche im Fitnesscenter und wollte Richtung Fitnesstrainer gehen, aber wie gesagt, man kenne ich nicht. Es heißt nicht, dass sie im Sport benutzt wird, nur dass es sportlich aussieht. Solltest deinen Trainer mal fragen. Gute Idee. Mach dir doch mal von der Frage hier gerade einen Screenshot. Dann zeigst du es ihm mal. Hi Maxine. Kommst gerade zur dritten Runde, beziehungsweise dritten Live-Folge. Wir machen noch knapp 40 Minuten, dann gibt es eine kleine Pause und im Anschluss geht's weiter. Maxine weiß die Antwort. Kommt rein, erstmal fett in die Antwort reingeschmissen. Leute, welchen Joker, da ihr mehr oder weniger gerade ratlos seid, welchen Joker möchtet ihr haben? 50-50, Telefon, Publikum, ihr habt alle drei noch zur Auswahl. Sie hat doch eh immer recht. Oh. Doni Dani, vielen Dank für fürs Folgen. Und willkommen im Stream. Im Stream. Wenn du mitraten willst, gerne einfach im Chat beteiligen. Zu sagen, ihr habt keine Ahnung, bringt in dem Fall ja nichts. Ihr müsst dann schon sagen, wenn ihr nichts wisst, nehmt einen Joker. Dafür sind sie da. Oder ihr seid so risikobereit, ihr habt keine Ahnung, sagt irgendeine Antwort alle zusammen und geht alle zusammen einfach unter. Geht auch.
Also mir würde 50-50 nichts bringen. Fällt schon mal weg. Telefon-Joker, Publikums-Joker. Das sind ja eher niedrige Fragen. Joker-Time. Welchen wollt ihr haben? Berenice wird schon sagen, 50-50 bringt ihm nichts. Ja, ja, weniger bestätigen, mehr Antworten liefern. Und was ist es? Es ist A, Diablo, aber unsicher. Ich sehe schon, da gehen die Meinungen weit auseinander. Wir gehen mit Kastenjacke unter, hat der TS beschlossen. Was bewegt sich dazu, A zu sagen? Wohl eher dich dazu, meinst du wohl? Fragen wir mal so. Erstmal eine Aussage. Ja, wir gehen mit Kastenjacke unter. Ja, ja. Also gibt's schon mal aus dem TS für Crazy Terry Boss und Lady Night Sky 3 Stimmen für A, die untergehen wollen. Los, wenn wir untergehen, dann mit A. Okay, dann gehe ich mit euch alle mit. Maxine sagt A, ihr drei sagt A, Berenice schließt sich mir an mit A. Dann gehen wir alle unter mit Antwort A, Kastenjacke. Und wir gucken uns an. Es ist Kastenjacke. Hier geht niemand unter, Freunde. Wunderbar. Das ging sehr gut. Und die Formel stimmt immer noch. Die Frau hat recht. Hört auf die Frauen. Immerhin schon mehr gewusst. Die Kastenjacke, Freunde. 8000. Wie viel Gramm Fett hat ein Liter Milch bei einem Fettgehalt von 3,5% ungefähr? 0,35, 3,5, 35 oder 350? Mathefrage. Wunderbar. Zu viel. Stimmt auch. Wie viel Gramm Fett hat ein Liter Milch bei 3,5% Fettgehalt? Das ist machbar, glaube ich. 3,5. Jetzt müsste man es umrechnen erstmal auf Fettgehalt 3,5%. Ja, Prozent. Es ist Prozent gemeint. Wie viel Gramm Fett? Ist eine Scherzfrage. Aber gut, ihr sagt alle B anscheinend. Ist eine Scherzfrage. Dann? 35 würde passen, aber 1 Liter Milch wiegt ja nicht 1 Kilo. Und genau das ist, glaube ich, der Trick an der Frage dran. Ist 1 Liter Milch 1 Kilo? Weil wenn ja, wären 3,5% ja 35 Gramm. Ich nehme mal eure Antwort, die geschrieben wurde. Ihr habt ja alle gerade gesagt, sowohl Berenice als auch Lady Natsky, als auch Betsy, als auch hier... Aha, siehst du mal, die Meinung ändert sich gerade. Wunderbar. 3,5 sind auf 100 Milliliter. Ich enthalte mich. Dann sind es laut dem Liter die 35. Richtig. Doni Dani sagt ebenfalls B. So, um es mal kurz abzukürzen für alle. Ich mache mal kurz einen Strich in den Chat rein. Darunter schreibt ihr eure letzte Antwort jetzt rein, um es klar zu machen. C, C, C. Die zwei C's nehme ich schon mit. Eure finale Antwort zu der Frage. So. C. C. 2 C's. 3 C's. 4 C's. Dann nehmen wir C. C hat schon die Mehrheit gerade und. Ist richtig.
Das war der Trick an der Frage, wie gesagt. Umrechnen auf Liter, Kilo. Bei welchem Spiel wurde vor kurzem das Bügeleisen durch eine Katze ersetzt? Monopoly, Spiel des Lebens, Kanasta oder die Siedler von Catan? Ja, Bären, ich wusste aber, dass du C schreiben willst. Falls euch der Bot timeouten sollte für eine halbe Sekunde, für eine halbe Minute, schreibt statt einzelnen Buchstaben lieber rein Antwort C, weil dann werdet ihr eher nicht getimeoutet. Macht das nicht meine Stärke. Da kommen A's rein. Sieht einfach aus. Bügel ist eine Spielfigur von Monopoly. Dann. Alle sagen A und ihr habt recht. 16.000 Euro. So, dann haben wir die 16.000 sicher, 32.000, alle drei Joker sind da. Das sieht sehr gut für euch aus. Und auch Krönkchen, der ist ja auch da. Vielen Dank für deinen Follow. Lange nicht gesehen, Kollege. 32. Wessen Todesursache ist, obwohl auf dem Totenschein hitziges Schieselfieber eingetragen wurde, bis heute ungeklärt? Goethe, Mozart, Luther oder Bismarck? Follower-Only-Chat dürfte eigentlich nicht sein. Wie gut, dass meine Kleine zuerst Monopoly spielen wollte. Schwanke zwischen A und B. Ich glaube, das war Goethe. Tendiere eher zu B. Also Mozart gegen Goethe gerade schon im Chat. Da kommt ein definitives B für Mozart. Berenice, auch dir vielen Dank fürs Folgen. Da kommt ein geratenes A von Doni Dani. Ein weiteres B. Also Maxine klappt auf Goethe. Berenice sagt, es war Mozart. Die Lady Nightscar sagt, es war Mozart. Doni Dani sagte A. Cerebus sagte B. 3 gegen 2. Weitere Antworten von euch? 3 Bs gegen 2 As. Wollt ihr es diskutieren? Soll ich die Antwort nehmen oder Joker? Ihr habt noch alle 3 übrigens, so by the way. 4 Bs. Der Mozart wusste, dass es eine Krankheit war, aber nie gehört, dass es ungeklärt ist. Ob das den Chat beeinflusst? Eure Entscheidung ist es. Wir haben 4 Bs. Also wir haben eine deutliche Mehrheit von 2 Drittel schon. Ich glaube, die wurde geklärt. Ich gehe in der Wartezeit Kekse holen. Genau. Verlass mal bitte das Studio einfach. Kannst du ja machen. Da. Irgendwo. Warte, wo war's? Die 4? Genau. Kannst du da hinten einfach mal kurz rausgehen. Lalalala. So. Gönn dir. Wir haben 4 Bs. Da keine Widerworte kommen, gehe ich mit der Mehrheit mit und nehme jetzt eure Antwort B als Antwort und wir gucken mal, ob ihr recht habt oder nicht. 4 Bs wurden gegeben. Lady Nightscale, auch dir vielen Dank für deinen Follow. So. 2 Drittel des Chats hat gesagt Mozart, 1 Drittel sagte Goethe. Recht hat die 2 Drittel. Bäreneis, Lady Nightsky, Cerebus und Betsy, ihr habt recht gehabt mit B. So. Damit gehen wir auf 64.000 im vierten Teil des heutigen Abends.
denn damit haben wir jetzt 3 Folgen hinter uns schon. Und gleich im dritten Teil, im letzten Part, schauen wir mal, ob der Chat noch einmal die Million heute schaffen kann. Mit jetzt 3 Jokern übrig. Sieht sehr gut bei euch aus. Und ich bin sehr gespannt auf Part 4. Bis gleich. 4,